Obwohl der Begriff des Systems Engineering gerade in der Wissenschaft sehr en vogue ist und die Grundlagen dieses Ansatzes auf die Mitte des vorigen Jahrhunderts zurückgehen, aus der Raumfahrt, insbesondere im Kontext der NASA, wird dieses Thema in den Unternehmen, wie die Befragungen gezeigt haben, noch sehr, sehr heterogen verstanden und gesehen. Manche Unternehmen verstehen ein bisschen Teamarbeit, ein bisschen Verknüpfung und das Systems Engineering. Andere, noch wenige Unternehmen, haben aber auch schon den Ansatz konsequent aufgenommen und in ihre Entwicklungspraxis integriert und übernommen. Ich sehe hier noch einen großen Handlungsbedarf. Der große Mehrwert von Systems Engineering ist, dass Unternehmen in die Lage versetzt werden, komplexe Systeme zu durchdenken und diese auch interdisziplinär zu entwickeln. Ja, unsere Befragungen haben klar gezeigt, dass die Verbreitung des Konzeptes des Systems Engineering noch ganz unterschiedlich ist. Bei den meisten, auch bei großen Unternehmen, ist das Ganze noch nicht wirklich im Tagesablauf angekommen und integriert. Die Ingenieurinnen und Ingenieure sind noch nicht vollständig auf dem Weg, Systems Engineering konsequent in allen Phasen anzuwenden. Wo wir aber schon eine sehr starke Anwendung finden, sind die Bereiche Raumfahrt und Luftfahrt. Hier ist es aber auch klar, weil aus diesen Bereichen eigentlich die Konzepte des Systems Engineering einmal entstanden sind, wo man ein Flugzeug halt einmal bauen muss, ein sehr komplexes Bauteil, und es muss funktionieren, weil sonst fliegt es nicht. Und das heißt, die Erprobung und die Validierung ist auch da von Anfang an eine große Herausforderung, und deswegen ist es in diesen Branchen auch schon sehr verbreitet, über Systems Engineering konsequent auch von der Funktion zur Lösung zu modellieren. Die größte Herausforderung bei der Einführung von Systems Engineering ist, dass die große Breite der Ingenieurinnen und Ingenieure mit diesen Methoden nicht vertraut sind. Darüber hinaus sind die Organisationsformen im Engineering in den Unternehmen gar nicht auf dieses systemische Denken und auch nicht auf dieses interdisziplinäre Agieren ausgelegt. Im Rahmen unserer Befragung haben wir herausgefunden, dass vor allem eine inkrementelle Vorgehensweise bei der Einführung von Systems Engineering und dem dazugehörigen Anpassen der Methoden auf die jeweilige Organisationsform, auf die jeweilige Herausforderung zielführend sein wird. Wir haben die Erfahrung gesammelt, dass es uns hilft, wenn wir klein anfangen, dann schrittweise dazulernen, wo wir besser werden können, um so die Menschen mitzunehmen. Das heißt, typischerweise beginnen wir neue Ansätze, Methoden und Vorgehensweisen in kleinen einzelnen Projekten, lernen dabei, was schon ganz gut funktioniert, und vor allem auch, wie es in bestehende Abläufe integriert werden kann. Ich denke, das ist ein sehr zentraler Faktor, um so die Entwicklerinnen und Entwickler mitzunehmen. Denn diese wissen am besten, welche Methoden und Prozesse ihnen bei ihrer täglichen Arbeit helfen und welche nicht. Die Realisierung des Systems Engineering muss aus meiner Sicht auf drei Feldern erfolgen. Das erste Feld ist das Top-Management. Es muss gewollt werden. Also da es initiale Aufwände benötigt, dieses Systems Engineering wirklich einzuführen, muss das Top-Management dahinter stehen und dieses auch einfordern. Der zweite Schritt, es braucht Experten. Genauso wie wir Experten für die Dimensionierung oder die Softwareprogrammierung haben, werden wir in den Teams, in den Unternehmen auch Experten brauchen, die Systems Engineering in der Tiefe als ihre Kernarbeitsfeld verstanden haben. Und der dritte Bereich, das sind dann die Teamleiter oder auch die Mitarbeiter. Diese alle brauchen eine Grundkompetenz im Systems Engineering, damit sie die Potenziale auch erkennen und auf die Experten zum Systems Engineering genau im richtigen Moment auch zugehen, um dies in ihre Projekte zu integrieren. Das ist ähnlich wie bei der Dimensionierung. Sie gehen zum Berechnungsingenieur, wenn Sie eine bestimmte Aussage wollen.
Der große Mehrwert des Model-Based Systems Engineering ist, dass ich ein Modell bekomme von meiner Entwicklung, indem ich festhalte, welche Anforderungen bestehen dort und was muss eigentlich von den verschiedenen Fachabteilungen im späteren Verlauf getan werden. Und alle können sich auf dieses Modell berufen, dort auch Änderungen wiederum sichtbar machen, sodass eine andere Abteilung weiß, wo was geändert worden ist und ob es einen Einfluss hat auf das Entwicklungsartefakt, das ich oder die jeweilige Abteilung verantwortet. MBSE ist für mich vor allem eine Chance. Ich sehe darin die Chance, die Kommunikation zu verbessern, im Team zu verbessern zwischen den verschiedenen Disziplinen, das heißt zwischen beispielsweise der Fluidtechnik und der Elektrokonstruktion oder auch zwischen Softwareentwicklung und mechanischer Entwicklung. Außerdem sehe ich die Chance darin, Wechselwirkungen frühzeitig transparent zu machen und so nachvollziehen zu können, warum hat denn eine Änderung zu welchen Auswirkungen geführt und zu guter Letzt auch nach vielen Produktgenerationen noch nachvollziehen zu können, warum haben wir uns zu einem gewissen Zeitpunkt für einen Weg entschieden, was waren die Gründe damals und sind die heute noch gültig. Ja, einen sehr großen Forschungsbedarf, auch einen grundlegenden Forschungsbedarf sehe ich noch darin, die Ansätze des Systems Engineering, wie sie aus der Raumfahrt und vor allen Dingen auch aus der Softwareentwicklung bekannt sind, zu übertragen in die Entwicklung komplexer mechatronischer Systeme, die dann auch noch eingebunden sind in einem Systems of Systems. Fragen wie System of Systems Design, wie das laufen soll, oder Systems of Systems Validierung sind bis heute überhaupt noch nicht gelöst und müssen angegangen werden. Stellen Sie sich einfach einmal vor, ein autonomes System, das erprobt werden muss, das würde hunderte Jahre dauern, wenn wir nicht zu neuen Lösungen kommen. Ein wichtiger Punkt dabei ist aber auch, den Kosten-Nutzen-Aufwand hinzubekommen. Und dazu ist eine weitere zentrale Forschungsherausforderung weg vom White-Paper-Denken, wie es auch in der Wissenschaft leider noch oft gedacht wird, hin zum Brown-Paper-Denken. Was meine ich damit? Nicht immer alles neu erfinden, Dinge wieder nutzen, das, was man aufgebaut hat an komplexen Systemmodellen, dann wieder nutzen für die nächste Generation von Produkten und Lösungen. Und um das tun zu können, wäre ein Backbone für mich, an dem auch wir schon forschen, das sogenannte Modell der Produktgenerationsentwicklung, also ein konsequentes, kontinuierliches Entwickeln und Validieren, auch von radikal neuen Lösungen, die in diesem Modell beschreibbar sind und sein müssen.